Ja, dann begrüße ich Sie mal recht herzlich zur heutigen Vorlesung. Wie Sie sehen, ich bin heute nicht im 244. Der Grund ist, ich bin heute um 9 Uhr im 244 reingelaufen, aber dummerweise war da eine Promotionsprüfung drin. Und so eine Promotionsprüfung, wenn sie schon im Gange ist, können Sie eigentlich schlecht wieder rausschmeißen aus dem Raum, den Sie selber eigentlich belegt haben. Zumal man das eigentlich aus ethischen Gründen auch nicht machen würde. Also habe ich dann klein beigegeben. Also irgendwie der Raum wurde doppelt belegt. Ich habe das ganze Semester montags und donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr belegt, aber scheinbar wurde es übersehen. Und dann findet halt heute mal wieder eine Promotionsprüfung in Präsenz statt und dann haben sie ausgerechnet den Raum vergeben. Ja, bisschen doof. Okay, ich bin da wieder nach Hause gefahren und mache es jetzt eben von daheim aus. Wir fangen mal an. Der erste Teil geht noch ganz einfach. Ich kann Ihnen nämlich die Wiederholungsfolie zeigen. Dann gehen wir mal auf die Wiederholungsfolie und gehen auf Bildschirm freigeben. Da haben Sie Wiederholung zur Vorlesung am 21.06.2021. Sei MN eine beliebige Folge von Schätzfunktionen, dann existiert zu jeder monoton gegen Null fallenden Folge AN nicht negative Zahlen eine Verteilung von XY mit den Eigenschaften erstens, X ist eine Gleichverteilung auf dem Intervall von 0, 1, also X ist nur eindimensional und gleichverteilt auf dem Intervall von 0, 1. Zweitens, Y ist gleich M von X für ein M von R nach R. Und drittens, dieses M können wir als minus 1, 1 wertig wählen. Und für diese Verteilung von Schätzfunktionen, diese Verteilung gilt dann, wenn Sie Ihre Folge von Schätzfunktionen mit einer Stichprobe auf diese Verteilung anwenden und versuchen, mit Ihrer Schätzfunktion die zugehörige Regressionsfunktion, also das M, zu schätzen, dann gilt der erwartete L2-Fehler von Ihrem Schätzer geteilt durch AN ist im Lime Superior größer gleich 1. Haben wir letztes Mal gezeigt, da fehlte noch eine Sache. Im Beweis von Satz 3.7 haben wir gezeigt, zu jeder Folge von Schätzfunktionen MN und jeder Zähldichte PJ, J aus N, existiert eine Verteilung von XY, die die ersten drei Bedingungen von Satz 3.7 erfüllt. Also wenn Sie nochmal zurückgehen, das war das X ist gleich verteilt, zweitens Y ist M von X und drittens M ist minus 1, 1 wertig. Und für die darüber hinaus gilt, der erwartete L2-Fehler Ihres Schätzers geteilt durch jetzt den Ausdruck AN oder diese Konvergenzrate a n, die wir zeigen wollen, ersetzt durch 1/2 mal Summe j gleich 1 bis unendlich 1 minus pj hoch n mal pj. Das ist im Lime Superior größer gleich 1. Und dann habe ich ihm beim letzten, also das haben wir komplett bewiesen, dann habe ich ihm beim letzten Mal jetzt gesagt, okay, daraus können wir jetzt mit dem Lemma 3.8 die Behauptung folgen. Das ist ein deterministisches Lemma. Das Lemma 3.8 besagt, zu jeder Folge a n, n aus n, mit 1/4 größer gleich a1 größer gleich a2 größer gleich Punkt, 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 größer gleich an und an konvergiert gegen 0, existiert eine Zähldichte pj, sodass für alle genügend großen n gilt j gleich 1 bis unendlich 1 minus pj hoch n mal pj größer gleich an. Ich weiß nicht, ob Sie unmittelbar gesehen haben, wie folgt daraus die Behauptung. Naja, Sie wollen das hier zeigen für unsere Folge an. Diese Folge an hat jetzt erstmal nicht diese Eigenschaft 1/4 größer gleich a1. Aber sie ist monoton fallend und das ist ja eine Voraussetzung, nicht negative reelle Zahlen und monoton gegen Null fallend. Das heißt, der Rest stimmt, nur das 1/4 stimmt nicht. Aber wenn Sie die Behauptung zeigen wollen, dann spielt ja der Anfang der Folge überhaupt keine Rolle im Hinblick auf den Lime Superior. Das heißt, Sie können das a1, a2, a3 und so weiter so lange durch, naja, wir ersetzen es durch 1/8, bis es zum ersten Mal kleiner gleich a1 ist, und dann wählen wir das so, dass es größer gleich, naja, 1/2 mal a1 oder, nee, 2 mal a1 ist, glaube ich. Ne? Also wir wählen jetzt dieses Lemma so, dass dieser Ausdruck hier größer gleich 2 mal a1 ist. Dann ist dieser Ausdruck hier asymptotisch größer gleich an, also mit dem 1/2 davor. Ne? Und dann sehen Sie, ja, im Lime Superior kann ich eben hier im Nenner des AN durch eine asymptotisch erfüllte untere Schranke ersetzen. Und das machen wir und dann steht die Behauptung da. Okay, soweit, so gut. Das heißt, zeigen müssen wir jetzt Lemma 3.8. Lemma 3.8 zeigen würde ich ganz gerne mit meinem
mit meinem iPad und meinem Stift dazu nehmen. Dummerweise ist mein Stift leer, weil ich nicht wusste, dass ich heute die Vorlesung mit dem iPad halte. Also ich habe ihn nicht rechtzeitig aufgeladen, sondern war erst vor 10 Minuten wieder hier und erst daran ist er dran und er scheint zum Laden nicht zu reichen. Also müssen wir das leider anders machen, tut mir leid. Ich mache so, ich erkläre es Ihnen, also es ist eine sehr unübliche Vorlesung, ich erkläre es Ihnen einfach am Skript. Also wir gucken uns Lemma 3.8 an. Ich gucke mal nach dem Skript. Wo haben wir das Skript? Bildschirm freigeben. Das ist ja Kurvenschätzung, haben wir hier. Bildschirm freigeben, dann sehen Sie das Skript zur Vorlesung Kurvenschätzung. Ja, ich könnte das mal so ein bisschen kleiner machen. Oder so. Und hier noch mal gucken. Ja, eigentlich will ich ja nur den Sprecher sehen. Ne? Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo das im Skript steht. Wo steht es im Skript? Wir gucken mal im Inhaltsverzeichnis. Wir müssten auf Seite SlowRate-Resultat, Seite 74 gehen. Ich gucke mal nach Seite 74. Das mache ich am besten hier ungefähr. Weil die Seite 74 hier wahrscheinlich nicht der Seite 74 da entspricht. Ja, jetzt sind wir bei Seite. Noch ein bisschen weitergehen wahrscheinlich. Ja, und dann sehen Sie, hier sind wir eigentlich bei dem Lemma 4.8. Zu jeder Folge a in n aus n mit 1 Viertel. Größer gleich A1, größer gleich A2 und so weiter, größer gleich AN, konvergiert gegen 0, existiert eine Zähldichte PJ, sodass für alle genügend großen N gilt. J gleich 1 bis unendlich, 1 minus PJ hoch N mal PJ ist größer gleich AN. Das wollen wir zeigen. Dazu, wir gehen direkt hier den Beweis durch, konstruieren wir uns erstmal diese Zähldichte PJ. Also wir haben das AN gegeben, diese Folge, mit 1 Viertel, größer gleich A1, größer gleich A2 und so weiter, größer gleich A1. Konvergiert gegen 0. Dazu definiere ich mir jetzt ein PJ. Das mache ich so, dass ich mit P1 anfange. Das ist gleich 1 minus 2a, oder ich setze P1 als 1 minus 2a1. Und dann definiere ich mir sukzessive P2, P3, P4 und so weiter. Und ich möchte es so machen, dass a eine Zähldichte rauskommt und b diese Bedingung hier, eben j gleich 1 bis unendlich, 1 minus pj hoch n mal pj größer gleich an, für große n erfüllt ist. Zähldichte brauche ich zwei Sachen. Also ich definiere jetzt meine pj sukzessive, p1, p2, p3 und so weiter. Mit p1 habe ich schon angefangen. Für Zähldichte brauche ich dann zwei Sachen. Erstens, die Zahlen müssen alle größer gleich 0 sein. Zweitens, die Zahlen müssen zu 1 aufaddieren. Dass P1 größer gleich 0 ist, folgt aus der Eigenschaft A1 kleiner gleich 1 Viertel. Also, und Sie sehen an der Stelle eigentlich, ich verstehe es auch nicht, warum da 1 Viertel steht. Eigentlich hätte ich hier eher 1 Halb schreiben sollen, ne? Weil das ist das, wo ich es nachher benutze. Das heißt, eigentlich brauche ich hier nur 1 Halb größer gleich A1 größer gleich A2 und so weiter. Weil ich brauche an der Stelle 1 minus 2A1 muss größer gleich 0 sein. Dann definiere ich mir gemeinsam mit meinen P1, P2, P3 definiere ich mir auch Wert K1, natürliche Zahlen K1, K2, K3, die immer größer werden und K1 setze ich als 1. Und dann wählen wir die anderen PI so, dass wenn I größer, also wir haben für Index 1 haben wir das oder Index J gleich 1 haben wir PJ und KJ bereits definiert. Und jetzt nehmen wir an, wir haben es bis zu einem gewissen Index gemacht und dann definieren wir eben das nächste. Also wir nehmen an, bis zu einem wir definieren das P1 ist von 1 bis K1 definiert, das P2 oder das PJ wird erst für J gleich K1 gleich 1 definiert, dann wird oder PJ für J zwischen K1 oder größer als K1 und kleiner gleich K2 definiert, dann PJ für J größer als K2 und kleiner gleich K3 und so weiter.
Ich fange an, wenn ich das sukzessive mache, ich nehme also an, ich habe es bis zu einem Kn schon definiert, dann wähle ich das Pi zwischen Kn, also größer als Kn und kleiner gleich Kn plus 1, so, dass der Wert zwischen 0 und kleiner gleich 1 durch 2n ist. Das ist die erste Bedingung. Und B, die zweite Bedingung, dass das die Summe i gleich Kn plus 1 bis K Index n plus 1 Pi gerade gleich 2 mal an minus an plus 1 ist. Das ist die zweite Bedingung. Das heißt, im Spezialfall, dass das an minus dem an plus 1 zweimal an minus an plus 1 eben kleiner gleich 1 durch 2n ist, dann reicht ein einziges Pi aus. Ne? Und wenn das zweimal an minus an plus 1, das sind ja Zahlen größer gleich 0, weil die an waren ja momentan fallend, wenn das jetzt größer als 1 durch 2n ist, dann wählen Sie eben eine gewisse Anzahl an mal 1 durch 2n und summieren das Ganze auf. Und bis der Rest, der übrig bleibt, von 2 mal an minus an plus 1 kleiner gleich 1 durch 2n ist. Und dann sind Sie auch fertig. So definieren Sie sukzessive Ihre P1, P2 und so weiter. Also wir haben diese beiden Bedingungen hier. Dann folgt A nach Definition klar, die PJ sind alle größer gleich 0. Also ich will jetzt argumentieren, das PJ ist eine Zähldichte. Und zweitens, die Summe der PJs ist 1. Warum? Gucken Sie sich die Summe der PJs an. Die Summe der PJs ist ja gleich P1 plus die Summe von J gleich 2 bis unendlich PJ. Das P1 steht hier. Die Summe von J gleich 2 bis unendlich PJ können Sie jetzt umschreiben als, naja, erstmal Sie summieren von K1 plus 1 bis K2 über PJ, dann von K2 plus 1 bis K3 über PJ, dann von K3 plus 1 bis K4 über PJ und so weiter. Also Sie machen hier eine Doppelsumme draus und dann sehen Sie, diese inneren Summen sind alle 2 mal an minus an plus 1. Das heißt, Sie kommen hier auf P1 plus Summe n gleich 1 bis unendlich 2 mal an minus an plus 1. Das hier ist eine Teleskopsumme. Wenn Sie die angucken, Summe n gleich 1 bis groß n an minus an plus 1 als Teleskopsumme ist a1 minus a groß n plus 1, weil a groß n plus 1 für n gegen endlich gegen 0 geht, war eine unserer Voraussetzung, geht es gegen a1. Das heißt, diese unendliche Reihe hier ist ja der Limes groß n gegen endlich von dem Ding hier, ist gerade 1 plus 2 mal, ist gerade 2a1. Das heißt, hier kommt 1 plus 2 mal a1 raus und Sie sehen, 1 plus 2 mal a1 nach Definition ist gleich 1. Das heißt, in der Tat, auf die Art und Weise haben wir eine Zähldichte PJ definiert. Und die schönen Eigenschaften sind eben das hier und das hier und P1 gleich 1 minus 2a1. Jetzt wollen wir zeigen, dass diese Summe J gleich 1 bis unendlich 1 minus PJ hoch N mal PJ eben größer gleich AN ist, sobald N genügend groß ist. Gucken wir uns an, die Summe J gleich 1 bis unendlich 1 minus PJ durch N mal PJ. Da die PJs alle größer gleich 0 sind und die Summanden sind größer gleich 0, ist es größer gleich, als wenn ich nur über einen Teil der Summanden summiere. Ich summiere hier nur über die Summanden, wo das PJ kleiner gleich 1 durch 2N ist. Und wenn Sie überlegen, PJ kleiner gleich 1 durch 2N, ja gut, dann ist jetzt das PJ kleiner gleich 1 durch 2N, dann ist 1 minus PJ größer gleich 1 minus 1 durch 2N, also 1 minus PJ hoch N ist größer gleich 1 minus 1 durch 2N hoch N und das ist ein Faktor, der hängt nicht mehr von J ab, ziehe ich aus der Summe raus, bleibt diese Summe hier noch übrig. Jetzt gucke ich mir an, wann übrig bleibt noch die Summe aller Js, wo PJ kleiner gleich 1 durch 2n ist. Nach Konstruktion, wir gehen nochmal zurück, wissen wir ja, dass unser Pi kleiner gleich 1 durch 2n ist für i größer kn. So haben wir es gerade gemacht. Das heißt, ich kann hier auch nur über einen Teil der Summanden summieren und ich summiere eben nur über die Summanden, wo J größer gleich Kn plus 1 ist, weil da ist ja das PJ
kleiner gleich 1 durch 2n. Das heißt, ich komme dann hier auf die Summe j gleich 1 bis kn plus 1 bis unendlich über pj. Und diese Summe j gleich kn plus 1 bis unendlich über pj, jetzt nutzen Sie da aus, so eine, das können Sie umschreiben als eine Summe von j gleich kn plus 1 bis k Index n plus 1, dann j gleich k Index n plus 1 plus 1 bis k Index n plus 2 und so weiter. Und die Einzelsummen waren jeweils, also wenn Sie davon k i plus 1 bis k i plus 1 gehen, das war jeweils 2 mal ai minus ai plus 1 nach Konstruktion unserer pj. Also sind wir hier. Dann gucken Sie sich diese Reihe an. Diese Reihe hier schreiben Sie genauso um wie vorhin als Teleskopsumme oder ist eine Teleskopsumme. Also wir machen das Gleiche wie gerade eben, nur hier fangen wir eben nicht mehr mit n gleich 1 an, sondern vielleicht ein n gleich j. Dann sehen Sie, dann bleibt eben ein aj übrig minus a groß n plus 1. Das konvergiert gegen aj. Das heißt, wenn Sie hier mit i gleich n anfangen, dann bleibt gerade ein an übrig. Und jetzt gucken Sie sich doch an, dieses 1 minus 1 durch 2n durch n ist eben für n groß, oder 2 mal, oder 1 minus 1 durch 2n durch n ist für n groß, größer gleich ein halb. Warum ist das so? Ja, gucken wir 1 minus 1 durch 2n hoch n mal 2 an. Das ist die Wurzel aus 1 minus 1 durch 2n hoch 2n mal 2. Dieses, was hier steht, ist eine Teilfolge von, oder ist eine, ist ein, als Folge ist ein, ja, wir können es deuten als 1 plus x hoch n hoch n, speziell mit x gleich minus 1 und eine Teilfolge davon. Und Sie wissen, 1 plus x durch n hoch n konvergiert gegen e hoch x. Das heißt, das da konvergiert gegen e hoch minus 1, also gegen 1 durch e. Sie haben noch eine Wurzel drüber. Das heißt, den Grenzwert kennen Sie. Der ist Wurzel 1 durch e mal 2 und e ist ja kleiner als 4. Das heißt, das Wurzel 1 durch e ist größer als ein halb, deswegen ist das Ganze größer als 1. Und wir sind fertig. Gut. Ich mache mal einen Stoppen. Haben Sie es soweit kapiert? Fragen soweit? Sie melden sich im Chat. Ich sehe gerade einen Chat. Ich kann noch mal gucken, ob mein Stift mittlerweile tut. Keine Chance. Also irgendwie glaube ich, ja, dauert länger. Sorry, also müssen wir genauso weitermachen wie bisher. War der erste Teil. Fragen soweit? Ich sehe keine. Dann mache ich mal wieder weiter. Und wir sind mit dem, ja, wir zeigen vielleicht nochmal die Wiederholung schnell. Das war, den Satz 3,7 haben wir jetzt gezeigt. Ne? Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen im Folgenden eigentlich für den Kernschätzer mit naiven Kern eine Aussage zur Konvergenzgeschwindigkeit herleiten. Und wenn Sie sich den Satz ansehen, und zwar eine Konvergenzgeschwindigkeit für eine Klasse von Verteilungen herleiten. Also ich will gerade so eine Schranke herleiten. Ich möchte zeigen, der erwartete L2-Fehler für meinen Kernschätzer mit naiven Kern, der ist kleiner gleich als irgendwas, was gegen 0 konvergiert, asymptotisch. Also irgend so ein an. Und dann sehen Sie, unter den Bedingungen von Satz 3,7 kann das nicht gehen. Zumindest nicht für, also wenn ich die Klasse von Verteilungen so einschränke, dass die Klasse, dass die Verteilungen von Satz 3,7 noch drin sind, dann kann das nicht klappen. Ja, jetzt ist die Frage, was brauchen Sie dann als Einschränkungen? Und das stelle ich mal vielleicht als kleine Aufmunterung direkt an Sie. Die Frage, wir haben hier irgendwo ein Pingo. Lassen Sie mich schnell ein Pingo öffnen. Und dann zeige ich Ihnen auf dem Bildschirm. Ich logge mich erstmal ein. Oder beziehungsweise ich zeige Ihnen schon direkt den Bildschirm freigeben. Dann wird es vielleicht nicht ganz so langweilig. Safari Pingo, Bildschirm freigeben. Sie sehen ein Pingo. Ich muss mich irgendwie einloggen. Und ich habe ein Passwort, was ich Ihnen nicht zeige. Und wir gehen auf Umfrage durchführen und die 19. Vorlesung. Okay. Und wir machen eine kleine Pingo-Umfrage. Aus Satz 3,7 folgt, dass wir, um eine nicht-triviale Aussage zur Konvergenzgeschwindigkeit des erwarteten L2-Fehler machen zu können, erstens
den Wertebereich von x beschränken müssen, also in dem Sinne, dass x nur Werte aus dem beschränkten Intervall annimmt mit Wahrscheinlichkeit 1. Oder zweitens, die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x beschränken müssen. Ja, da steht klein y, aber ich meinte natürlich klein x eigentlich, aber ist egal, weil es eine gebundene Variable ist. Also die bedingte Varianz von y gegeben x gleich Punkt beschränken müssen. Oder drittens, Regularitätsvoraussetzungen an die Regressionsfunktion machen müssen. Was ist richtig? Ich starte mal die Umfrage und dann sage ich Ihnen die Pingo-Nummer, pingocoactum.de 481089. Also Nummer ist 481089. Aus Satz 3.7 folgt, dass wir, um eine nicht-triviale Aussage zur Konvergenzgeschwindigkeit des erwarteten L2-Fehler machen zu können, a, den Wertebereich von x beschränken müssen, b, die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x beschränken müssen oder c, Regularitätsannahmen an die Regressionsfunktion machen müssen. Was sagen Sie dazu? pingocoactum.de 481089. Solange Sie sich überlegen, kann ich mal gucken, ob ich das nochmal mit meinem iPad hinbekomme. Das stört mich so ein bisschen, dass ich das nicht hinbekomme. Aber faszinierenderweise, ich kriege es richtig hin. Also, Frage zur 19. Vorlesung am 24.06.2021. Aus Satz 3.7 folgt, dass wir, um eine nicht-triviale Aussage zur Konvergenzgeschwindigkeit des erwarteten L2-Fehlers machen zu können, a, den Wertebereich von x beschränken müssen, b, bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x beschränken müssen, c, Regularitätsannahmen an die Regressionsfunktion machen müssen. Was ist richtig? Sie haben noch 20 Sekunden. pingocoactum.de 481089. Gucken wir mal, letzten 10 Sekunden laufen. Und jetzt müsste das Ergebnis kommen. Was sagen Sie? Okay. Den Wertebereich von x beschränken müssen, sagen 55%. Die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x beschränken müssen, sagen 45%. Und die meisten sagen, Regularitätsannahmen an die Regressionsfunktion machen müssen. Und wenn das jetzt der Publikumsjoker bei Wer wird Millionär wäre, würden wir C nehmen, ne? Und wir wüssten, dass nur eine Antwort richtig ist. Aber wir wissen ja nicht, ob nur eine Antwort richtig ist. Es könnten auch mehrere richtig sein. Was ich eigentlich meinte, ist aus dem Satz 3.7 folgt ganz klar die Sache, dass wir Regularitätsannahmen an die Regressionsfunktion machen müssen. Wir werden aber nachher de facto auch den Wertbereich von x beschränken und die bedingte Varianz von y gleich x beschränken. Warum meine ich das aber nicht aus Folgerung von Satz 3.7? Dazu gucken wir uns nochmal an die Aussage von Satz 3.7. Naja, ganz einfach, weil Sie in Satz 3.7 ja schon den Wertebereich von x haben Sie ja schon beschränkt. Sie haben ja hier schon, dass x nur Werte mit Wahrscheinlichkeit 1 in einem kompakten Intervall annimmt. X ist auch eine schöne Verteilung. Das hilft Ihnen nichts zur Herleitung von, oder das reicht nicht aus zur Herleitung von Konvergenzgeschwindigkeiten, so muss ich sagen. Zweitens, gucken Sie mal das zweite an. Y ist gleich m von x. Wenn y gleich m von x ist, wie groß ist dann die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x? Naja, da ist ja gar kein zufälliger Fehler auf dem m vom x mehr drauf. Das heißt, die bedingte Varianz ist 0. Das heißt, die Bedingungen haben Sie hier auch erfüllt. Und eigentlich haben Sie auch eine Beschränkung an m drin, nämlich m nimmt nur Werte minus 1, 1 an. Also eine Wertebeschränkung reicht auch nicht aus. Aber das Ganze zusammen reicht nicht aus. Sie brauchen noch irgendwas mehr. Und was ist eben der Punkt ist, Sie brauchen weitere Beschränkungen an die Regressionsfunktion. Und das machen wir als nächstes. Okay, ich gucke mal nochmal in den Chat rein. Chat ist nichts, dann machen wir wieder irgendwie, mein iPad tut leider nicht. Super Sache. Ich glaube, mit dem iPad muss ich noch so ein bisschen arbeiten. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Abschnitt. Den Beweis hatten wir ja schon gemacht von dem Ganzen.
Wir kommen zu Abschnitt 4.5, Konvergenzgeschwindigkeit des Kernschätzers. Ziel im Folgenden ist die Abschätzung des erwarteten L2-Fehlers, Erwartungswert von Integral mn von x minus m von x zum Quadrat px dx. Im Falle des sogenannten Kernschätzers mn von x ist die Summe i gleich 1 bis n yi mal k von x minus xi durch hn durch Summe j gleich 1 bis n k von x minus xj mal hn. Mit naiven Kern k ist die Indikatorfunktion zur Kugel um 0 mit Radius 1, schreibe ich hier als Groß S Index 1 von 0. Also die Schreibweise, die ich jetzt hier gerade verwende, ist nicht unbedingt die gleiche, wie ich sonst in der Vorlesung verwendet habe. Also ich habe hier zwei verschiedene Schreibweisen. Eine Schreibweise für Kugeln ist eben, dass ich schreibe, eine Kugel gebe ich an durch, oder ich gebe immer Kugeln an durch Mittelpunkt und Radius. Und der Mittelpunkt ist eben das, was in Klammern steht, und der Radius ist das, was als Index steht. Das ist die Schreibweise, die ich in diesem Abschnitt verwende. Das ist der sogenannte naive Kern. Beachten Sie, beim Kerndichteschätzer hat man anders definiert. Da hat man noch so normalisiert den naiven Kern, dass er auch noch Integral 1 geliefert hat, dass er also eine Dichte war. Brauchen Sie aber beim Kernschätzer in der Regressionsschätzung nicht, weil Sie ja Zähler im Zähler und Nenner der Kern auftaucht. Ne? Das heißt, eine Normalisierungskonstante kürzt sich hier einfach raus. Also Sie könnten auch den naiven Kern aus der Kerndichteschätzung nehmen, macht keinen Unterschied. Und dann haben wir eine Bandbreite Hn größer 0. Und Sie wissen auch schon, dieser Kernschätzer ist dann gerade der Funktionswert an der Stelle klein x, ist gerade das Mittel aller der yi, wo eben der Kern den Wert 1 liefert. Der Kern liefert ja nur Wert 1 oder 0, und den Wert 1 liefert er eben, wenn klein x von xi einen Abstand kleiner gleich hn hat. Ob ich hier die Kugel abgeschlossen oder offen mache, ist im Prinzip egal. Wird bei allen unseren Sätzen spielt keine Rolle. Meistens rede ich eher von abgeschlossenen Kugeln. Jetzt, um Abschätzung des erwarteten L2-Fehlers zu bekommen, machen wir Regularitätsvoraussetzungen an die zugrunde liegende Verteilung. Und zwar, wir machen drei Stück, aber die entscheidende ist eben die dritte, sind Glattheitsannahmen an die Regressionsfunktion. Wir machen zusätzlich, um uns das Leben noch ein bisschen einfacher zu machen, Beschränktheitsannahmen an x. Beziehungsweise Sie brauchen irgendeine Art Beschränktheitsannahmen, allerdings nicht in dem strengen Sinne, wie wir es hier machen, dass Sie annehmen, x nimmt nur Werte in einem kompakten Intervall an. Das geht ein bisschen allgemeiner. Wir machen zweitens eine Beschränktheitsannahme an die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x. Wenn Sie überlegen, was ist eine bedingte Varianz von groß y gegeben groß x gleich klein x, was soll das sein? Naja, das ist eine Faktorisierung der bedingten Varianz von groß y gegeben groß x. Und die bedingte Varianz von groß y gegeben groß x definieren Sie wie eine ganz normale Varianz, nur eben mit bedingten Erwartungswerten anstelle von totalen Erwartungswerten. Also Varianz wäre einfach zufälliger Wert minus Erwartungswert, quadriert, davon nochmal den Erwartungswert. Die entsprechende bedingte Varianz definieren wir hier als bedingten Erwartungswert von groß y minus bedingten Erwartungswert von groß y gegeben x zum Quadrat und dann nochmal faktorisiert auf groß x. Und dann können Sie das ausmultiplizieren, dann sehen Sie, dann kommen Sie auf den bedingten Erwartungswert von y² gegeben groß x minus bedingten Erwartungswert von y gegeben groß x in Klammern zum Quadrat. Einfach weil wenn Sie ausmultiplizieren, y minus bedingter Erwartungswert von y gegeben groß x in Klammern zum Quadrat, der gemischte Term ist ja 2 mal y minus Erwartungswert von y gegeben groß x, dann. Und davon bilden Sie wieder den bedingten Erwartungswert gegeben groß x, dann kommt ja gerade der bedingte Erwartungswert von y gegeben x zum Quadrat raus. Das haben Sie ja minus 2, beim hinteren Quadrat haben Sie es noch einmal. Deswegen wird es insgesamt wie bei der normalen Ausrechnungsformel für die Varianz, wird es nur einmal abgezogen. Und jetzt mache ich hier die Faktorisierung davon. Also Sie hätten es, wenn Sie es definieren würden als bedingten Erwartungswert gegeben y gegeben groß x, dann hätten Sie das Ding hier, diese Formel eigentlich mit bedingten Erwartungswerten gegeben groß x statt den faktorisierten bedingten Erwartungswerten. Und das sind jetzt aber Funktionen von x. Das heißt, wenn ich das wieder faktorisiere, dann kann ich hier einfach jeweils den faktorisierten bedingten Erwartungswert einsetzen. Also auf die Art und Weise sehen Sie sehr natürlich die Definition von dem durch die Definition von dem. Der Zwischenschritt ist jetzt hier eben eine Definition, wie ich es mache. Ist nicht unbedingt natürlich, weil Sie wissen ja, wenn Sie
hier einen bedingten Erwartungswert nur reinsetzen und dann hinterher wieder faktorisieren oder den faktorisierten bedingten Erwartungswert einsetzen, können Sie im Allgemeinen nicht einfach vorne können Sie nicht einfach wenn hier was abhängt, steht von einer Zufallsvariable x und y, können Sie nicht einfach den Wert von groß x durch klein x ersetzen. Da brauchen Sie Zusatzbedingungen. Aber wir definieren es hier so. Okay, also im Prinzip ist es eine Definition und das macht auch genauso Sinn, aber man könnte es auch anders definieren durch wenn wir bedingte Erwartungswerte nehmen würden, wo wir auf groß x bedingen. Okay, also das ist die zweite. Wir machen eine Beschränktheitsannahme an die bedingte faktorisierte bedingte Varianz gegeben, groß x oder groß x gleich klein x, also eine faktorisierte bedingte Varianz. Aber das Entscheidende sind noch Glattheitsannahmen an die Regressionsfunktion. Und für die Glattheitsannahmen werden wir unsere ganz normale PC-Glattheit nehmen. Wir machen es hier für p kleiner gleich 1, das heißt, es ist eine ganz normale Hölder-Stetigkeit. Gut, jetzt ist die Frage, wie machen wir die Beschränktheitsannahmen an x? Das machen wir mit der Definition des sogenannten Supports. Der Support von x bzw. px ist definiert. Support von px ist die Menge aller x aus Rd, wo für alle Epsilon größer 0 px von der Kugel mit dem Radius Epsilon um klein x größer 0 ist. Das heißt, es sind alle diejenigen x aus Rd, wo jede Kugel mit Mittelpunkt x eine px-Masse größer 0 hat. Und das wird eben gerade die Menge sein, wo die Werte mit Wahrscheinlichkeit 1 drin liegen und ist auch die kleinste Menge. Und dazu machen wir das ist die Definition dafür und dazu machen wir dann folgendes Lemma. Lemma 4.9 ist Support von px der Support der RD-wertigen Zufallsvariablen x. So gilt die Wahrscheinlichkeit, dass x-Element Support von px ist gleich 1 und Teil b Support von px ist abgeschlossen. Lassen Sie mich nochmal nach meinem Stift gucken. Ja, ich habe hier irgendwie eine Chance, mein Stift geht irgendwie nicht. Es geht nicht voran mit meinem Stift. Lassen Sie mich nochmal nach dem Chat gucken. Ja, im Chat haben wir nichts. Gut. Also, wir haben hier die Definition von Support von Px. Das sind die Menge aller x aus Rd, sodass für alle Epsilon größer 0 die Kugel um klein x mit Radius Epsilon ein Px-Maß größer 0 hat. Und wir haben hier zwei Eigenschaften drüber. Lemma 4.9, die Wahrscheinlichkeit, dass x-Element Support von Px ist 1 und zweitens Support von Px ist abgeschlossen. Gucken wir uns das an. Wir fangen an mit A. Ja, was haben wir hier? Also ich fange mal hiermit an, mit dem Beweis. Ne? Mit dem Schritt vom Beweis. Support von Px, wir gucken uns das Komplement an. Und ich möchte zeigen, die Wahrscheinlichkeit vom Komplement ist gleich 0. Oder ich zeige, die Wahrscheinlichkeit vom Komplement ist gleich 0 bei Maß Px. Und wenn ich das habe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit von der eigentlichen Menge, hier steht ja Px von Support von Px, gleich 1. Also gucken wir uns das Komplement an. Naja, wenn Sie die Definition angucken, wie war der Support definiert? Der war so definiert. Wenn Sie davon das Komplement angucken, dann wäre das einfach die Menge aller x aus Rd, wo nicht das hintere gilt. Nicht das hintere gilt, heißt nicht für alle Epsilon gilt diese Eigenschaft. Nicht für alle Epsilon heißt, es existiert ein Epsilon größer 0, sodass diese Eigenschaft nicht gilt. Diese Eigenschaft hier gilt nicht, wenn das Maß gleich 0 ist. Das heißt, Sie kommen unmittelbar auf Komplement des Supports, ist die Menge aller x aus Rd, wo für alle Epsilon größer 0, Px von S Epsilon von x gleich 0 ist. Und was ich jetzt mache, ist, ich zeige, das ist eine Nullmenge, indem ich zeige, das ist enthalten in einer abzählbaren Vereinigung von Px Nullmengen. Weil dann ist das Maß von dieser Menge ist natürlich kleiner gleich als das Maß von dieser abzählbaren Vereinigung von Px Nullmengen. Und eine abzählbare Vereinigung von Nullmengen ist 0, hat Maß 0. Ne?
Okay, also das ist einfach. Wie zeigen Sie das? Naja, Sie schreiben das hier als Vereinigung um. Erstmal können Sie es ganz trivial als Vereinigung umschreiben, nämlich Sie machen eine Vereinigung über alle x aus RD und alle Epsilon größer 0 über die Einpunktmengen x, wo diese Bedingung erfüllt ist. Px von S Epsilon von x ist gleich 0. Also ich stelle diese Menge dar als Vereinigung aller Einpunktmengen über alle möglichen x, die in der Menge drin liegen. Ne? Und dann haben Sie eben in dem Vereinigungsoperator, hätten Sie hier nur eine Einpunktmenge x, also nur die Menge, die nur klein x enthält. Und hier unten hätten Sie alle hier unten haben Sie eigentlich alle x aus RD und wo Epsilon-Element Epsilon größer 0 ist, sodass Px von S Epsilon von 0 gleich 0 ist. Ne? Aber da haben Sie natürlich das Problem, ist keine absehbare Vereinigung mehr. Also mache ich künstlich eine absehbare Vereinigung drin. Mein Problem ist, A, bei dem Epsilon durchlaufe ich über absehbar viele Leute, Mengen und oder viele Werte und bei dem X auch. Bei dem Epsilon geht es ganz einfach. Wir ziehen uns einfach auf rationale Epsilon zurück. Ne? Wenn Sie das für ein Epsilon größer 0 haben, die Menge ist gleich 0, dann haben Sie es natürlich auch für ein rationales Epsilon größer 0. Weil Sie können einfach zwischen 0 und Epsilon finden Sie eine rationale Zahl und die entsprechende Menge mit deren Radius ist ja enthalten in der größeren Menge. Die größere Menge hat Px Maß 0, hat deswegen auch Px Maß 0. Das heißt, das ist einfach. Aber die zweite Schwierigkeit ist jetzt, dass ich eigentlich nicht mehr alle x aus RD haben will, sondern ich will alle x aus QD haben, rationale Mengen. Und dazu mache ich diese Menge hier ein bisschen größer. Wie geht es? Das steht da oben. Nehmen Sie Z-Element S Epsilon halbe von x. Also Z ist jetzt müsste ich malen können, kann ich leider gerade nicht, sorry. Ich kann noch mal gucken, kann ich mittlerweile malen? Aber ich glaube, ich kann nicht malen. Ne? Doch, ich kann malen. Ach, ist ja super. Jetzt muss ich nur noch schaffen, mein iPad zu koppeln mit. Jetzt muss ich nur noch schaffen, wo finde ich denn hier bitte schön AirPlay? Ja, da haben wir es. Ne? Ich glaube, ich kann hier nicht mein iPad koppeln. Lassen Sie sich noch mal kurz gucken, ob ich das hinbekomme. Machen. Hier AirPlay. Bildschirm freigeben. Ein Plugin wird benötigt. Das ist da nicht richtig. Irgendwas ging da anders beim letzten Mal. Ja. Warum kriege ich jetzt das diesmal nicht mehr hin? Wo bitteschön haben wir auf meinem iPad ein AirPlay? Ach so, das war da oben. Ja, doch. Das ging da oben runterstreichen. Bildschirmsynchronisierung. Und schauen wir mal, ob wir hier ein Bildschirmsynchronisieren machen können. Sehe ich hier irgendwo eine Bildschirmsynchronisierung? Ja, wahrscheinlich muss ich Zoom dafür kleiner machen. Lassen Sie mich das nochmal freigeben. Lassen Sie mich das nochmal stoppen. Also ich arbeite noch dran. Mein wunderschönes. Ja, sorry, ich bin so ein bisschen unvorbereitet heute. Eigentlich kann ich das normalerweise. Ich muss jetzt eine Bildschirmsynchronisierung machen mit meinem iPad und ich kriege das gerade nicht hin, weil ich vergessen habe. Da kann ich jetzt hier irgendwo, wie ich eine Bildschirmsynchronisierung mache. Bildschirme öffnen will. War hier irgendwo ein Bildschirm. Also geben Sie mir einen kleinen Moment. Monitore. Nein, das war es nicht. Ja, super, ne? Diese Macintosh-Sachen sind immer wieder schön. Nee, sorry, ich habe leider gerade vergessen. Hat jemand von Ihnen eine Ahnung, wie man sein iPad mit seinem MacBook synchronisiert? Oder so? Ich habe es im Moment gerade vergessen. Aber eigentlich dachte ich, müsste es ganz problemlos. Ach nee, Moment, jetzt könnte man nochmal Bildschirm freigeben machen. Und vielleicht klappt es damit.
Nein. Dann wir installieren machen. Plugin wird benötigt. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Zoom, MacBook Air von Michael Kohler. Ja, jetzt sind wir in der gemeinsamen Bildschirmnutzung. Und das müssen Sie jetzt sehen können, ne? Glaube ich. Sieht aber noch nicht gut aus, ne? Aber jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt haben wir hier Notizen. Ich glaube, ich. Das ging doch, glaube ich, so, dass ich das so nochmal runter mache. Und jetzt sind wir hier bei. Wir haben den Beweis von. Beweis von Lemma 3. Was wollen wir gerade? Nee, wir wollen Beweis von Lemma 3.9. Okay, wir sind hier. Ich müsste meinen Stift ein bisschen dünner machen, glaube ich. Das wollte ich nicht, sondern das wollte ich eigentlich machen. Den wollten wir, glaube ich, ein bisschen. Wir sind im A-Teil. Und was ich Ihnen gerade versucht zu erklären, ist der Support von PX. Also ich fange mal von vorne an. Ne? Komplement. Wir haben gesehen, das war ja die Menge X aus RD, sodass ein Epsilon größer 0 existiert, sodass PX von Epsilon von x gleich 0 war. Das war der erste Punkt. Jetzt kann ich auch genauso statt x aus RD, kann ich auch nur Epsilon aus q plus ohne die 0, also q plus sind die positiven rationalen oder die nicht negativen rationalen Zahlen, sodass x von, ja, jetzt brauche ich ein Radiergummi, aber ich habe doch hier auch ein Radiergummi. Geben Sie mir ein Radiergummi. Explodieren. Klappt ja super. Sehr spitze. Stift. S Epsilon von x gleich 0. Sind wir hier. Und jetzt das, was ich Ihnen gerade versucht hatte, mündlich zu erklären, ist, wir schreiben es einfach um als Vereinigung aller x aus RD und Epsilon aus Q plus ohne die 0, wo Px von S Epsilon von x gleich 0 ist. Und ich schreibe es jetzt einfach als Einpunktmenge x um. Und was ich jetzt daraus machen möchte, ist eine abzählbare Vereinigung von Px0-Mengen. Dazu überlegen wir uns sei also x aus RD und Epsilon aus Q plus ohne 0, sodass eben dieses Px von S Epsilon von x gleich 0 ist. X aus RD Epsilon-Element Q plus ohne die 0 mit Px S Epsilon von x gleich 0. Dann wählen wir, also wir ersetzen jetzt das x durch einen Vektor mit lauter rationalen Komponenten, der in der Kugel mit Radius Epsilon halbe um x ist. Also dann existiert, das ist klar, ja, das ist mit meinem Stift passiert. Ich bin wieder auf Radierer, keine Ahnung warum. Dann existiert tiert
Z aus QD geschnitten mit S. So ein halbe von X. Ist klar, einfach weil Q hoch D ja dicht in R hoch D liegt. Okay. Also wir haben, das heißt, unser Z ist Element S Epsilon halbe von X. Beziehungsweise, das heißt ja einfach nur, dass der Abstand zwischen X und Z kleiner gleich Epsilon halbe ist. Genauso kann ich auch schreiben, X ist Element S Epsilon halbe von Z. Und die Behauptung ist jetzt, dass dieses Px von S Epsilon halbe von Z ist jetzt kleiner gleich als Px von S Epsilon von X. Und nach oben war das ja gleich 0. Und das machen wir uns jetzt am Bild klar. Da kann ich jetzt in die Vollen gehen, weil ich habe ja Farben. Ne? Also wir haben, was ist die Situation? Ich habe irgendwo ein X. Ne? Und um X mache ich erstmal eine Kugel mit Radius Epsilon halbe. Die malen wir jetzt hier mal. Und aus dieser Kugel schnappe ich mir ein Z. Weil unser Z war ja aus so gehen wir nochmal hier und vielleicht. Jetzt kann ich in die Farben gehen. Wir machen vielleicht mal Blau, ist vielleicht schön. Was halten Sie von Blau? Also ich habe jetzt hier wir haben ja diese Eigenschaft. Z ist aus S Epsilon halbe von X. Ne? Also habe ich hier ein Z. Und dann machen Sie den gleichen Radius. Ne? Jetzt brauche ich den gleichen Radius. Naja, also das kriege ich so ungefähr hin. Ne? Sehen. Habe ich sehr gut erwischt. Ne? Super. Ne? Und jetzt vergleichen Sie aber mit dem S Epsilon von X. Und dann machen Sie um X eben eine Kugel jetzt mit dem doppelten Radius. Das machen Sie so ungefähr. Pi mal Daumen. Und es gibt Ihre doppelte Kugel. Und jetzt sehen Sie eben, dass Ihr S Epsilon halbe von Z in der Tat eine Teilmenge von S Epsilon von X ist. Und weil S Epsilon halbe von Z eine Teilmenge von S Epsilon von X ist, ist natürlich Px von S Epsilon halbe von Z kleiner gleich Px von S Epsilon von X. Und unser Px von S Epsilon von X war gleich 0. Das war der Beweis am Bild. Wunderschön. Ich bin ganz begeistert von meinen zeichnerischen Fähigkeiten. Mal sehen, ob noch überhaupt jemand da ist oder so. Ne? Aber doch, sind noch Teilnehmer da. Ne? Cool, hat gezeichnet. Sehen Sie es auch formal? Ja, klar sehen Sie es formal. Ne? Also formal sehen Sie auch das sofort, weil Sie haben ja, was will ich argumentieren? Ich will argumentieren, dass wenn irgendwas in S Epsilon halbe von Z drin ist, dann ist es auch in S Epsilon von X drin. Naja, schnappen Sie sich irgendein U aus Epsilon, S Epsilon halbe von Z, dann hat es von Z den Abstand kleiner gleich Epsilon halbe. Z wiederum hat ja von X den Abstand kleiner gleich Epsilon halbe. Also mit der Dreiecksumgleichung hat dann dieses U von X den Abstand kleiner gleich Epsilon und deswegen ist es in S Epsilon von X drin. Also formal sehen Sie es auch sofort. Nur mit dem Bild ist es vielleicht schöner. Okay, ja, das haben wir jetzt gesehen. Was bringt uns das? Was bringt uns das?
Naja, was ich jetzt mache, ich habe ja mein Z ist aus Q hoch D. Ich ersetze jetzt meine Einpunktmenge x durch die Obermenge s epsilon halbe von z. Und mein z läuft dann eben über. Also, wenn Sie jetzt, das sehen Sie gerade gar nicht, ne? Aber ich möchte jetzt eigentlich gerade auch nicht drin rummalen. Oder wir malen vielleicht mal mit Gelb rein. Ich habe ja so schön viele Farben. Wenn Sie jetzt hier eben ausnützen, aufgrund x-Element s epsilon halbe von x, kann ich ja hier einfach schreiben, das ist eine Teilmenge von s epsilon halbe von z. Und das setze ich jetzt in dem Operator hier ein. Und das z ist eben das z, das zu meinem x erhöht. Dann überlege ich mir, welche Eigenschaften haben das z? Ja, na, diese z sind aus q hoch d, Punkt 1. Und zweitens, dieses px von s epsilon halbe von z ist gleich 0. Ne? Ja, dann kann man das doch durch die entsprechende Vereinigung hinschreiben. Und das machen wir mal. Und dann sehen Sie, daraus folgt jetzt, unser Support von Px Komplement, schreibe ich jetzt, ist eine Teilmenge, indem ich hier einfach über die größere Menge s epsilon halbe von z integriere. Also, oder vereinige. Ich ersetze die Einpunktmenge durch die größere Menge. Und dann lasse ich den Indexbereich auch noch größer werden. Nämlich, ich lasse laufen durch alle möglichen z, die hier rauskommen lassen, können, wenn Sie z in Abhängigkeit von x wählen. Das heißt, das sind alle z aus q hoch d. Z aus q hoch d. Weiter haben wir Epsilon aus q plus ohne 0. Und was ich eben noch weiß als Eigenschaft von z war, dass px von s epsilon halbe von z gleich 0 ist. Ja, aber damit sind Sie fertig mit dem Beweis, ne? Weil jetzt habe ich es geschafft, dass mein Komplement des Supports von px eine Teilmenge von einer abzählbaren Vereinigung, ich habe hier eine abzählbare Vereinigung von Nullmengen ist. Also es sind alles Nullmengen, weil unser Px von S Epsilon von Z ist gleich 0. Ne? Daraus folgt Px von Support von Px Komplement gleich 0. Da enthalten in abzählbarer Vereinigung von Nullmengen. Von Px Nullmengen. Und damit haben wir A gezeigt. Sind soweit Fragen? Lassen Sie mich gucken, sehe ich irgendwo, wo die Fragen sind. Mehr im Chat. Irgendwelche Fragen? Es sind keine Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich im Chat oder quatschen Sie direkt rein. Eins von beiden. Gut. Das war A-Teil. Jetzt wollten wir eigentlich auch noch einen B-Teil machen. Der B-Teil war ja die Behauptung, dass Support von Px abgeschlossen ist. Dazu zeigen wir, dass das Komplement offen ist. Support von Px Komplement ist offen. Dazu gucken Sie sich an, also Sie wissen, die abgeschlossenen Mengen sind ja gerade die Komplemente der offenen. Und die Komplemente der offenen Mengen sind abgeschlossen. Das heißt, also in der Tat, das genügt zu zeigen. Was heißt jetzt offen? Offen müssen wir zeigen, ich nehme hier ein
Element aus dem Support von aus dem Komplement des Supports beliebig heraus. Und dann muss ich zeigen, dass eine ganze Kugel drumherum auch noch enthalten ist. Also sei x-Element Support von px Komplement. Ja, Radiergummi wäre schön, aber wir haben ja ein Radiergummi. Super. Besser als an jeder Tafel. Komplement. Das heißt also, x ist nicht im Support von px. Ja, das müssten wir jetzt eigentlich oben schon gezeigt haben. Wenn x nicht im Support von px ist, was hatten wir dann? Wir haben ja oben gesehen, dass für jedes Z aus S Epsilon, also X ist nicht, okay, daraus folgt, ist hier Epsilon größer 0, sodass Px von S Epsilon von X gleich 0 ist. Also wir haben das. Und jetzt wissen wir aber, dass, was haben wir gesehen? Wir hatten, glaube ich, nach A, also im A-Teil hatten wir gesehen, für alle z aus s epsilon halbe von x Moment, s halbe von x gilt, das war das px s epsilon halbe von z war gleich 0. Px von s epsilon halbe von z. Das war ja kleiner gleich als p, kleiner gleich px von s epsilon von x. Das ist gleich 0. Und daraus folgt also, wir hatten unser alle z aus s epsilon halbe von x ist eben das z nicht im Support drin, weil sie haben ja eine kleine Kugel, in dem Fall mit Radius Epsilon halbe, die Px Maß 0 hat. Alle Z-Element Epsilon halbe von X wissen wir, Z ist nicht Element Support von Px. Und das heißt ja nichts anderes, dass diese ganze Kugel Epsilon halbe von X eine Teilmenge vom Komplement des Supports ist. Und das heißt ja gerade, also ich tue mal ein bisschen, lassen Sie mich schnell nochmal wegwischen. Auch lass mal einen anderen Fall machen. Folgt unser Support von PX Komplement ist offen. Was folgt B. Fertig. Okay. Ich gehe vielleicht nochmal zurück zur Behauptung. Wo ist die Behauptung? Die Behauptung war ja hier nochmal. Schraukurvenschätzung. Schon freigeben. Wir waren bei dem Lemma 4.9. stehen geblieben, ist x, ist Support von px der Support der RD-wertigen Zufallsvariable x, so gilt die Wahrscheinlichkeit, dass x aus Support von px ist gleich 1 und Support von px ist abgeschlossen. Und das haben wir gerade gezeigt. Klar soweit?
Und dann kommen wir zu Satz 4.10, den schreibe ich Ihnen vielleicht nochmal auf mein iPad. Wozu habe ich jetzt schließlich einen Bildschirm freigeben? Okay, klappt es? Ja. Lassen Sie mich hier nochmal kurz schließen. Klappt mal wieder 0. Warum klappt das jetzt 0? Bildschirmsynchronisierung. Zoom AirBlock. Und ich wollte meine Notizen. Ja, da haben wir es wieder. Irgendwo hatte ich meine Notizen. Vorhin doch noch. Ja, hier. Okay. Dann kommen wir direkt zu. Achso, das war jetzt gerade die falsche Nummerierung, weil ich die Nummerierung vom Skript gerade hatte. Ne? Also es war eigentlich gerade Lemma 3.9. Ne? Und wir kommen jetzt zu Satz 3.10. Komme ich zu Satz 3.10. Satz 3.10. Wir haben den Kernschätzer mit naiven Kern. Also wir haben x ist gleich, naja, wir schreiben mal die Formel hin, Summe i gleich 1 bis n, Summe i mal k von x minus groß xi durch hn durch Summe i gleich 1 bis n k von x minus x wird durch hn. K sei der naive Kern, also K sei gleich Indikatorfunktion zur Kugel mit Radius 1 um 0 und die Bandbreite Hn sei einfach größer 0. Dann definiere ich mir jetzt eine Klasse von Verteilungen oder ich mache Einschränkungen in meine Verteilungen. A fördere ich, dass sie Hölder, dass die Regressionsfunktion Hölder stetig ist mit Hölder Exponent P und Hölder-Konstante C, das heißt, ich gebe mir uns P und C größer 0 vor und die bedingte Varianz von Y gegeben X sei kleiner gleich Sigma-Quadrat, das heißt, ich gebe mir noch ein Sigma vor. Sin C größer 0, P aus 0, 1. Hölder-Exponent kann ja nicht größer als 1 sein, weil seit die Funktion ist konstant und Sigma größer 0. Das war 0. Und dann ist die Aussage, dann gilt für jede Verteilung von xy, mit erstens der Support von Px, den kürze ich mit groß S ab, der sei beschränkt. Beschränkt. Das ist 3.9. Zweitens, die bedingte Varianz von groß Y gegeben groß X gleich klein X ist kleiner gleich Sigma Quadrat für alle X aus S. Alle x aus S. Das ist 3.10. Und drittens, mein M sei eben Hölder-stetig mit Hölder-Konstante C und Hölder-Exponent P. Oder wir könnten es auch PC glatt nennen, was das gleiche ist für P kleiner gleich 1. Das heißt, wir haben ein M von x minus M von z. Z ist kleiner gleich
groß C mal Norm von x minus z hoch p für alle xz aus S. Das ist die Bedingung 3.11. Und die Aussage ist, dann gilt für jede Verteilung von x, y mit diesen drei Bedingungen die folgende Abschätzung. Und die Abschätzung ist eine Aussage über den erwarteten L2-Fehler meines Kernschätzers. Das heißt, der Erwartungswert von Integral mn von x plus m von x zum Quadrat px dx, der ist eben kleiner gleich. Und das ist eine Summe von zwei Termen. Der erste ist von der Größenordnung 1 durch n mal hn hoch d. Und der zweite ist von der Größenordnung hn hoch 2p. Und die Konstanten davor sind genauer c1 mal die Schranke für die bedingte Varianz plus der maximale quadrierte Funktionswert, Supremum z-Element s, Betrag von m von z zum Quadrat. Und das wird eben geteilt durch n mal hn hoch d. Und der zweite Term ist diese Hölder-Konstante groß C zum Quadrat mal im Hn hoch 2p. Und hierbei ist C1 eine nur von D und dem Durchmesser von S Support von X abhängende Konstante. Hier ist C1 eine von D und dem Durchmesser von S Support von X abhängende Konstante. Das ist die Aussage. Das heißt, Satz 3.10, Sie haben den Kernschätzer mit naiven Kern, Bandbreite hn größer 0. Wir schränken unsere Verteilung von xy wie folgt ein. Erstens eine Beschränktheitsannahme an den Support von px. Der Support von px hat eben einen endlichen oder ist enthalten in einer, also der ist als Menge beschränkt. Ne? Das heißt, er ist enthalten in irgendeiner endlichen Kugel um 0. Zweitens, die bedingte Varianz von y gegeben groß x gleich klein x ist kleiner gleich einer festen Konstanten. Und drittens, die Funktion m ist pc glatt, beziehungsweise hier, weil p kleiner gleich 1 ist, Hölder stetig mit Hölder-Konstante groß c und Exponent p. Und dann können Sie zeigen, da existiert eine nicht-triviale Abschätzung für den erwarteten L2-Fehler des Schätzers. Die hängt von der Bandbreite, die hängt von der Dimension d, also der Bandbreite h in der Dimension d dieser Hölder-Konstanten groß c und dem Stichprobenumfang n und dieser Schranke für die bedingte Varianz sowie noch einer Schranke an die Regressionsfunktion ab. In dem Sinne, das ist kleiner gleich eine Konstante durch n mal hn hoch d plus eine zweite Konstante mal hn hoch 2p ist. Sie sehen schön, das Ganze verhält sich gegenläufig in hn. Also wenn hn kleiner wird, dann wird der zweite Term kleiner, aber der erste Term dafür größer. Umgekehrt, wenn hn größer wird, wird der erste Term kleiner und der zweite Term dafür größer. Das heißt, das müssen Sie dann irgendwann ausbalancieren. Also Sie haben ja noch Spiel, Sie können hn so wählen, dass da eine möglichst gute Schranke rauskommt. Das machen wir beim nächsten oder übernächsten Mal. Dann sehen Sie ja, dann müssen Sie halt ausbalancieren. Okay, Sie sehen auch schön, also wir haben drei Einschränkungen, aber entscheidend ist vor allem dieses 3.11, diese dritte Eigenschaft. Ne? Weil diese ersten beiden Sachen könnten wir zwar machen, wird uns aber nichts weiterhelfen im Hinblick auf unser Slow-Rate-Resultat. Ne? Weil Sie haben ja immer noch eine Slow-Rate, auch wenn Sie die ersten beiden Sachen haben.
Gut, soweit. Dann, was wollte ich jetzt als nächstes machen? Wir sind hier bei 93. Achso, ich habe es hier drüben liegen. 94 den Satz. Haben Sie Fragen soweit? Ich gucke mal in den Chat rein. Sind denn irgendwelche Fragen? Ja, eine Frage. Kann man Lemma 4.9 auch als Definition nehmen? Das heißt, so etwas wie die kleinste Menge, die Lemma 4.9 erfüllt, ist der Support von PX. Das ist eine gute Frage. Gucken wir uns nochmal. Ja, müsste ich nochmal in Skript reingehen. Wir gehen mal schnell ins Skript rein. Mal den Bildschirm freigeben. Wo war das Skript? Kurvenschätzung. Wir hatten ja den Support so definiert und dann eine Eigenschaft zu machen. Aber natürlich könnten Sie auch versuchen zu sagen, ja, der Support von PX ist die kleinste Menge mit PX-Wahrscheinlichkeit gleich 1. Dann haben Sie aber das Problem, wie definieren Sie kleinste Menge? Ne? Vielleicht der Schnitt aller Mengen mit PX, der Schnitt aller derjenigen Mengen, wo das PX-Maß gleich 1 ist, ne? Könnten Sie als kleinste Menge machen. Und dann ist die Frage, kommt die gleiche Menge raus? Kann ich Ihnen nicht genau sagen, bin ich spontan überfragt. Ich würde es vermuten, dass die gleiche Menge rauskommt. Sie haben sicher irgendwelche Messbarkeitsbedingungen, aber ich habe ja hier auch irgendwelche Messbarkeitsbedingungen vernachlässigt, ne? Oder so. Das ist auch so eine Sache. Also eigentlich anschaulich ist der Support immer die kleinste Menge, die Maß 1 hat oder sowas. Ne? Aber formal definieren Sie es eben über diese Eigenschaft hier. Gut, ich hoffe, das hat es einigermaßen beantwortet. Oder so. Dann mache ich mal nochmal mein iPad freigeben. Das klappt ja wie immer super. Bildschirmsynchronisierung. Ja, klappt ja. Da sind wir wieder. Ja, das ist irgendwie ganz falsch. Das war noch der alte Aufschritt. Ja, da waren wir. Beweis von Lemma 3.9. Und dann hatten wir gerade Satz 3c. Im Beweis benötigen Lemma, das stelle ich Ihnen als nächstes vor. Ich gucke nochmal, war noch mehr Sachen im Chat? Nein, war nichts mehr Sachen im Chat. Gut, machen wir das nächste Lemma. Es gibt 3.11 Lemma. Ist der Support von PX beschränkt? S gleich Support von PX beschränkt. So gilt für eine nur von D und dem Durchmesser von S abhängende Konstante C. Hut. Gilt für nur von D und dem Durchmesser von S. S abhängende Konstante C Hut. C Hut. Wir gucken uns an das Integral über RD 1 durch n mal Px von S Hn von X. Integrieren bezüglich Px dx. Und ich behaupte, das ist kleiner gleich als C Hut durch n mal n hoch d. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, die Größenordnung? Weil in der Tat, wir hatten im Beweis von Satz 3.5 die Formel 3.8 gezeigt
bei der Formel 3,8 hatten wir gezeigt, wenn Sie hier das Integral über RD durch eine beschränkte Menge oder wenn Sie im Integranten das RD, ja, die Menge, über die Sie integrieren, durch eine beschränkte Menge ersetzen, in dem Fall hatten wir einfach eine endliche Kugel genommen, dann kommt da eine obere Schranke kleiner gleich C hoch mal N hoch H N hoch D raus. Ne? Aber das ist ja hier das Gleiche, weil das ist auch schon der Beweis davon. Sie können ja jetzt dieses Integral über RD einerseits aufspalten ins Integral über den Support von Px, andererseits das Integral über das Komplement vom Support von Px. Das Komplement vom Support von Px ist eine Nullmenge nach Lemma 3,9a. Und wenn Sie irgendwas über eine Nullmenge integrieren, kommt 0 raus. Das heißt, hier bleibt nur das Integral über den Support übrig. Und damit haben Sie es eigentlich. Ne? Nach Lemma 3,9, also wegen, ich schreibe es so hin, Integral RD, dieses 1 durch n mal Px, Shn von x, Px dx, ist eben nach Lemma 3,9a. Das war Lemma 3,9a. Das gleiche, wie wenn ich nur über den Support von S integriere. 1 durch mal Px Shn x Px dx. Weil eben das Integral über ein Komplement ist 0, weil das Komplement eine Px-Nullmenge ist nach Lemma 3,9a. Und dann folgt die Behauptung aus dem Beweis von Satz 3,5, vergleiche dort Formel 3,8. Dem Satz 3,5. Vergleiche dort 3,8. Okay. Das ist ein kleines technisches Hilfslemma, was wir eben benötigen, wenn wir jetzt dann im Folgenden diesen ganzen erwarteten L2-Fehler abschätzen. Fragen soweit? Ich sehe keine. Dann kann ich Ihnen vielleicht, also es hat jetzt keinen Sinn, den Beweis von Satz 3,10 anzufangen, weil der ist lang und da würde ich nur mittendrin aufhören. Ich zeige Ihnen stattdessen nochmal oder gehe noch kurz auf die Prüfungsfragen zum Ende ein. Guck mal. Nochmal, also ich muss Ihnen nochmal ein bisschen Bildschirm teilen. Geben Sie mir ein kleines bisschen Zeit. Mal schauen, beenden. Irgendwo hatte ich, glaube ich, die Kurvenschätzung geöffnet. Und da hatte ich auch irgendwo die Prüfungsfragen zur Vorlesung. Und dann wollte ich nochmal mit Zoom den Bildschirm teilen. Bildschirm freigeben. Vorschau Prüfungsfragen. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Weil das ist gerade die Version, die ich in Moodle hochgeladen hatte, hatte ich gerade heruntergeladen. Und ich glaube, wir waren, das Ganze hatten wir schon. Wir hatten 16. Wir waren, glaube ich, bei Stone stehen geblieben. Ne? Also wir hatten Frage Nummer 20 war Stone noch. Ne? Und dann also hat man eben die 5 Bedingungen, 1, 2, 3, 4, 5 und soll zeigen, dass der lokale Durchschnittsschätzer unter diesen Bedingungen die Gewichte universell konsistent ist. Dann Frage Nummer 21, geben Sie Definition des Kernschätzers von Nalla-Raja-Watson an und stellen Sie diesen als lokalen Durchschnittsschätzer dar. Begründen Sie, dass unter geeigneten Voraussetzungen an die Parameter dieses Schätzers, für dessen Gewichte 2 der 5 Bedingungen aus dem Satz von Stone, Vergleich Frage 20, erfüllt sind. Also für 2 sind eben einfach, ne? Die kann man relativ einfach machen. Wir haben ja de facto alle 5 gezeigt für den naiven Kern in der Vorlesung, aber 5 waren schwierig, aber 2 waren einfach. Ne? Und dann in den Übungen machen Sie das Gleiche für, oder haben Sie schon gemacht, Partitionenschätzer und nächsten Nachbarschätzer.
Positionsschätzer waren es auch wieder 2 der 5 Bedingungen und ja auch nächsten Nachbarschätzer 2. Ich dachte, irgendwo war es auch 3 Bedingungen. Ja, beim nächsten Nachbarschätzer. Aber vielleicht weiß ich es gerade nicht mehr richtig. Ne? Ich glaube es nicht. Ne? Dann Frage 22. Erläutern Sie das in der Vorlesung behandelte Slow-Rate-Resultat? Also das wäre jetzt mehr für die Vertiefungsprüfung gedacht. Das könnte ich noch irgendwie mündlich machen. Ne? Vertiefungsprüfung, ich habe Ihnen ja gesagt, ich gebe Ihnen vorher Fragen vor, wo Sie einen Aufschrieb vorbereiten können. Aber ich kann natürlich noch weitere Fragen irgendwie mündlich machen. Und sowas könnte ich mündlich machen. Und Frage 23, wie ist der Support der Zufallsvariable X bzw. des W-Maßes Px definiert? Begründen Sie Wahrscheinlichkeit, dass X-Element Support von Px ist gleich 1, hatten wir gerade heute. Und Frage 24, ist der Satz, den wir jetzt gerade beweisen, für die Verteilung von XY gelte, der Support von Px sei beschränkt, die bedingte Varianz von Y gegeben groß X gleich klein X sei kleiner gleich Sigma Quadrat für alle X aus dem Support. Und drittens, M von X minus M von Z kleiner gleich C mal Norm von X minus Z hoch P für alle X, Z aus S, wobei Sigma C größer 0, P aus 0, 1. Zeigen Sie dann, dass für den Kernschätzer MN mit naiven Kern und Bandbreite H in größer 0 gilt. Der erwartete L2-Fehler ist kleiner gleich Konstante 1 mal Sigma Quadrat plus Subnorm vom N unendlich zum Quadrat durch N mal H in hoch D plus C Quadrat mal H in hoch P, hoch N hoch 2P. Das ist das, was wir nächste Stunde zeigen werden. Ich hatte mich jetzt schon an die Open Book Klausur gemacht in der Ergänzungsprüfung und habe gerade gestern damit angefangen, werde sie wohl demnächst fertig haben. Ich mache gleich 3 Klausuren. Eine Klausur bekommen Sie dann in der letzten Übung als Probeklausur, können Sie da rechnen. Und eine Klausur gibt eben die eigentliche Klausur an dem Mitte Juli, ne? Und die zweite gibt die Nachklausur. Ich bin dazu einfach mal die Prüfungsfragen durchgegangen, habe alle die gestrichen, die für so eine Open-Book-Klausur gar nicht geeignet sind. Und dann blieben erstaunlicherweise genau 9 übrig. Und aus den 9 habe ich dann Modifikationen gemacht. Also letzten Endes 3 Aufgaben, die modifizierte Aufgaben dieser 9 sind. Und jede Klausur besteht aus 3 dieser Aufgaben. Also 3 bekommen Sie in der Probeklausur, dann können Sie mal sehen, wie sowas aussieht. Und 3 in der eigentlichen Klausur und 3 in der Nachklausur. Ist nicht ganz einfach, aber Sie haben ja auch alle Hilfsmittel. Ne? Also ich kann Ihnen, zum Beispiel wenn ich Frage 24, ich kann Ihnen die Frage nicht so geben. Ne? Das wäre ein bisschen witzlos. Ne? Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, wo kann ich da was modifizieren, aber ich möchte Ihnen nicht mehr Tipps geben. Oder so. Gut. Dann sind wir mal wieder ein paar Minuten zu früh. Ich wäre fertig. Haben Sie noch Fragen? Ah ja. Frau Trieb hat eine Frage. Ist in Frage 21 der naive Kern gemeint? Lassen Sie mich nochmal auf Frage. Gucken wir mal. Da haben Sie Vorschlag, was war Prüfungsfragen? Frage 21. Geben Sie die Definition des Kerns und begründen Sie, dass unter geeigneten Voraussetzungen an die Parameter des Schätzers, für dessen Gewichte 2 der 5 Bedingungen aus dem Satz von Stone, Frage 20, erfüllt sind. Ja, hier steht ja, begründen Sie, dass unter geeigneten Voraussetzungen an die Parameter dieses Schätzers. Der Kern ist ein Parameter des Schätzers. Das heißt, wenn Sie an Kerndichte-Schätzer denken, ja, eigentlich würden Sie sagen, der Hauptparameter ist ja die Bandbreite, aber stimmt nicht. Der Kern ist auch ein Schätzer. Und dann würden Sie einfach den Kern entsprechend einschätzen für den naiven Kern und die Bandbreite gilt Folgendes. Okay, ich glaube, hier war noch mal eine Frage, oder? Chat. Können Aufgaben aus der Probeklausur auch in der echten Klausur drankommen oder sind die dann aus dem Rennen? Ja, das würden Sie jetzt gerne wissen. Ne? Aber wenn Sie es mal natürlich überlegen. Ne? Also ich mache Ihnen eine Probeklausur. Ne? Dann zu der Probeklausur kriegen Sie ja irgendwie eine Musterlösung. Vermutlich. Ne? Und die Musterlösung haben Sie während der Klausur zugreifbar. Ne? Denken Sie, ich bin so blöd und stelle dann die gleiche Aufgabe nochmal. Also eigentlich... Cola könnte schon so blöd sein. Eigentlich würde ich fast sagen, so blöd bin ich nicht. Aber es könnte natürlich sein, die gleiche Aufgabe kommt nochmal anders modifiziert ran. Ne?
oder so. Ich kann ja Aufgaben auf viele verschiedene Arten und Weisen modifizieren. Ne? Oder so. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber ich konnte es mir vorstellen. Gut, noch Fragen? Also eigentlich ist klar, die Aufgabe ist aus dem Rennen, aber nicht ganz, ne? Weil ich kann die Aufgabe nochmal anders modifizieren. Oder so. Wann werden die Fragen in der wann werden wir die Fragen in der Vertiefungsprüfung erhalten? In Moodle sind nur die Termine zum Haupttermin angegeben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also die Fragen erhalten Sie ja 40 Minuten vor Beginn der Prüfung. Also Sie machen eine Prüfungszeit und dann circa 40 Minuten vor Beginn der Prüfung erhalten Sie von mir die Fragen, für die Sie einen Aufschrieb vorbereiten wollen. War das gemeint? Ja, gut. Also das ist klar. Das heißt, die Prüfungen beginnen ab 8.40 Uhr, die eigentlichen Prüfungen, oder 40 oder 35 Minuten vorher, so ungefähr um den Dreh. Ne? Und dann weiß ich noch nicht genau, ob ich Sie anrufen werde. Sie werden Frau Frohn jeweils eine Telefonnummer mitteilen oder ob wir es so machen, dass wir uns in Zoom treffen oder vielleicht mache ich auch beides. Ne? Also ich werde auf alle Fälle Ihre Telefonnummer haben und je nachdem, entweder spreche ich mit Zoom mit Ihnen oder ich rufe Sie schnell an, eins von beiden. Das muss ich mir noch überlegen, wie der genaue Ablauf ist. Ne? Und dann noch ein Hinweis, Sie dürfen sich eine Frage noch aussuchen, mit der Sie anfangen, für die ersten 5 Minuten. Und die legt dann auch das, ja, eigentlich nicht, im Prinzip legt die natürlich das Gebiet fest, mit dem Sie auch anfangen. Ne? Aber die zweite und dritte Frage haben Sie ja auch. Ne? Das heißt, Sie können sich irgendeine Frage aussuchen und die können sich jetzt schon überlegen. Und zwar irgendeine Frage, entweder aus Kurvenschätzung oder aus mathematischer Statistik und sagen, darüber möchte ich am Anfang was erzählen. Und da können Sie auch schon einen Aufschrieb vorbereiten. Nur da werde ich Sie dann eventuell nach 5 Minuten unterbrechen und sagen, jetzt gehen wir über auf die anderen Fragen. Okay, noch Fragen soweit? Ich sehe keine. Dann habe ich die Vorlesung für heute, glaube ich, so einigermaßen geschafft. Ne? War sehr ungewohnt, muss ich sagen. Also ich hoffe mal, dass... Beziehungsweise ich glaube, ich werde mich jetzt genügend beschweren, dass beim nächsten Mal mein Hörsaal wieder frei ist oder mein Seminarraum. Gut, dann darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im 244 nächste Woche. Okay, tschüss.